Mahlzeit, hallo und herzlich willkommen zurück zu Final Fantasy Type Zero. Letzte Folge sind wir noch in dem konkordischen Gebiet ein bisschen unterwegs gewesen, haben dort den einen oder anderen Auftrag gemacht, beziehungsweise versucht, ihn auszuführen. Ja, bei dem einen kamen mir keine Flammenpuddinge, oder sind mir keine Flammenpuddinge über den Weg gelaufen, von daher habe ich die Mission erstmal gelassen. Ich möchte jetzt aber hier erstmal, bevor wir... Ich kann ihn ja eigentlich schon mal annehmen. Guck mal, hier haben wir noch mehr Feldeinsätze. Ja, und die Unterwerfung Amitas. Keine Ahnung, wollen wir glaube ich erstmal noch nicht. Wir haben hier auf der anderen Seite noch einen. Starten wir gleich mal. Ist ja ein Feldeinsatz. Ja. Der Flüchtling aus Militärs, Entscheidungsschlacht in Azur. Die möchte ich machen. Die Rubrum-Armee ist bis zur letzten Verteidigungslinie des Imperiums vorgestoßen. Für die Entscheidungsschlacht im Distrikt Azur sendet die Kommandozentrale fast alle zur Verfügung stehenden Einheiten aus. Auch das Imperium hält sich nicht zurück und steht uns in Truppenstärke nichts nach. Sollten wir diesen Kampf verlieren, ist Rubrum dem Untergang geweiht. Es bleibt der Class Zero überlassen, unsere Soldaten zum Sieg zu führen. Ja. Dann halte ich bereit. Nur wer gut vorbereitet ist, schafft das Leben zurück. Bla. Gut. Haben wir das. Machen wir das. Und ich wollte noch einmal in die Bücherei. Denn da war ja so ein Mann, der hatte Relikte gesammelt. Da wir jetzt ein Luftschiff haben. Juhu. Oder beziehungsweise wir haben das dort in diesem Luftschiff gefunden. Möchte ich gerne mal dahin gehen und vielleicht war das ja eine Sache, die er haben wollte. Fröschlein im Hals. So, wo war er denn, Da war er. Hallo. Ja, vielleicht. Ja, was bitten? Genau, finde den Daikan. Orient, Zeitrechnung, Orient, Geschichtsbuch. Ich weiß nicht, vielleicht ist das, ja. Ja, Wolleck, das war's. Nun verstehe ich, warum Dr. Ashir so große Hoffnung in euch setzt. Hier deine Belohnung. Eine Goldfußkette. Danke. Was ist eigentlich hier mit dem Doc? Existiert er noch oder ist er schon weg? Schon weggelaufen. Ich glaube, den gibt's nicht mehr. Vielleicht war ja auch schon mit allen hier. Weiß es nicht, ja, weiß es nicht. So, haben wir noch was? Den Auftrag da hinten, das war gefangen nehmen von militischen Soldaten. Überleg. Ich wollte das mit den Sandwürmern wieder starten. Die Kommandozentrale war das. Da oben ein Auftrag mit. Ja, gut, nehmen. Den ihr wollt. Doctor's Pets. Ja, Doctor's Pets. Hier sind die Tiere des Doktor, der Doktorin. Oder wie sie heißt. So, hier, genau, mit den. Sandwürmer, genau. Sandsee von Berit. Die nehmen wir ja. Birth. So. Und wie aus. Dann gucke ich hier einfach nochmal, da ich ja mit ihr schon hier bin, sowieso in die Chocobo-Stallungen. Und noch in die anderen Areale. Wie Korsov. Das ist ein anderer Charakter, mit dem ich hier rumrenne. So. Pichu, gib mir Federviech. Aggressor. Turbo. Aggressor. Fertig. So, machen wir nochmal weiter. Wir züchten uns eine Armee Amara da von Aggressoren ran. Ne, ich wollte gar keine Aggressoren. Ich wollte Rallyes wieder her. Ja. Extrem schnell und es ist hartnäckig. Genau. Ich hab 8 Stück. So, jede Menge wollte ich, genau, mit dem Hitzerkraut. Renny, jawoll! Oh, hat man eingelegt. Lass mal ein Stück hier. Schauen wir mal, was daraus wird. Wahrscheinlich sehr viele Rallyes. Und vielleicht noch mal ein anderes. Ich weiß gar nicht, ob das schon alle verschiedene Rassen sind, die es hier gibt. Keine Ahnung. So. Ich wollte noch in die anderen Distrikte mal reinschauen. Zink. Ich weiß auch gar nicht, warum ich immer Kind sage. Manchmal verdrehen sich meine Worte im Munde. Was wollte er haben? Elfenbein.
habe ich jetzt mittlerweile eingesammelt? Weiß ich gar nicht. Elven Wine, ich glaube noch nicht, ne? Doch, ich habe 2. Sehr gut. Dann muss ich den Auftrag wohl den dann nochmal schnell abbrechen und nehmen dann nochmal wieder an. Ja, so. Hab vielen Dank. Nun weiß ich, warum Dr. Arashi mich alles. Ja, Frabis! Was teilst du da? Bam! Damit können wir unseren Susaku auf leveln. Machen wir dann. Dann erstmal weiter. Rüstungslabor. Auftrag. Das sind immer noch die Hornplatten von dem Adamantaimai in der Winsmar-Küste. Dass man von den einzelnen Portalen nicht ins Hauptportal erst zurückkehrt und dann wieder zu den anderen Arealen, ist irgendwie ein bisschen doof. Salon. Salonia. Über die Ulfmerki mit ihrem HP-Kram. Wollte die 2000 oder 1500? Das ist gar nicht mehr. Vielleicht. 2000. Verdammt. Fehlt noch ein bisschen was. Ja, ich glaube, in den anderen Arealen wollen ja eh keine Zeit verschwenden weiter. Ja, lassen wir das. Genau, ich wollte raus. Halt! Fast vergessen! Warum sagst du es denn nicht? Ich wollte euch den Auftrag nochmal wieder starten. Kannst du mir das nächste Mal ruhig Bescheid sagen, wenn ich hier was vergessen habe? Of the Militesi capital is proceeding on schedule. All combat ready units enlist for missions. Ja, machen wir jetzt. Ja, ich nehme ihn jetzt wirklich an und ich würde ihn auch gerne dann ausführen. Hier ist ja übrigens unser neues Mitglied. Ne, das war ja gar nicht. Heinrich. So, raus. Raus, raus, raus. Feldeinsatz, Feldeinsatz. Der Feldeinsatz ruft. Back to Militis. Wahrscheinlich sieht's aus, als würden wir jetzt einen Territorialkampf bestreiten. Nehme ich mal an. Aber genaueres weiß ich erst, wenn wir da sind. Was ist das hier? Der ist neu. Ach so, da steht mein Luftschiff. Guck an. Das Luftschiff, das ihr gefunden habt, ist die MS Setzer, ein Schlachtschiff-Prototyp. Ein wahres Meisterwerk der Technik. Da wir den Fund euch Kadetten der Klasse zu verdanken haben, dürft ihr es nach Belieben benutzen. Oh, das ist aber nett. Schlachtschiff-Prototyp MS Setzer. Du kannst nun nach Belieben das Luftschiff als Transportmittel benutzen und rufen es auf der Weltkarte und rein. Naja, wissen wir doch. Im Luftschiff kannst du dich frei in ganz Orient bewegen, allerdings erhältst du nur für bestimmte Areale ein Landungserlaubnis. Sei außerdem darauf vorbereitet, in der Luft von fremden Streitkräften einzunehmen. Das ist wieder auch gute Reise. Ja. Rissen wir doch alles. Ingo. So. So, wo ist hier der Bash? Ich werde, glaube ich, jetzt mal, bevor ich den Feldeinsatz mache, hier erstmal orientieren. Ja, hier bin ich schon ganz richtig. Oh, nein. Hört sich das so. Ich werde erstmal in diese Sandsee. Vielleicht kann ich da schon mal hin. Oh, dufte, ich kann da landen. Sehr schön. Hier sind nämlich die Würmer. Emsen! Und setzen wir uns mal mitten rein hier. Wollen wir die Würmchen mal besiegen? Wie viel waren es denn nochmal? 5? Wie viel waren es? 6 sogar, okay. Na gut. Dann wollen wir mal. Okay. Sind diese Dinger das vielleicht?
weiß nicht. Was ist das? Guck mal, vielleicht sind das ja diese Würmchen. Bim, bim. Oh ja. Oh ja. Oh ja, es sind sogar... Ach Gott. Es waren die falschen wahrscheinlich. Das war jetzt uncool. Warum bin ich überhaupt noch mit Kühe, mit Zink unterwegs? Weil die da gar nicht. Ja, müssen wir gleich nochmal ändern. Sieh diese fetten Sandwürmer an hier. Dann sind die dick. Aber die wollte ich noch gar nicht. Ah, come on. Dann müssen wir nochmal Luftschiff holen. Da war ich wieder zu schnell. Ja, wollte ich zu viel? So, wo haben wir denn mal hier irgend so ein kleines Versteckchen? Na, guck mal hier, das ist doch genau das, was ich haben wollte. Boom, hat uns noch irgendwas getroffen, glaube ich. Ist ja nicht so schlimm. Habe ich mich ja toll abgesetzt. Ich dachte, ich bin da drüben gelandet. Gott sei Dank hat es mich nicht direkt auf dem Doppelhorn abgesetzt. Baracke? Ja, danke. Aber der kann doch unmöglich diese Riesenmonster meinen für den Auftrag. Zumal die ja Level 99 sind und die mich mit einem Schlag kaputt machen. Hm. Naja, ich werde es ja gleich nochmal sehen. Ich werde dann einfach mal so in der Wüste rumrennen. Vielleicht kommen die ja dann in ganz normalen Zwischenkämpfen. Wäre schön. Ah, jetzt hab ich schon fast schon wieder vergessen, ne? Bin zu ungeduldig heute. So, komm her, Aufstellung. Nein. Kampfmitglieder, Ace, danke, Wiedersehen. So. Ach, wisst ihr was? Ich rüste mich nochmal eben um. Ich habe so viele Sachen gekriegt, das letzte Mal noch gar nicht gemacht. Also, bis gleich. So. Fertig ist der Lack. Ich habe einfach mal Ace wieder seine schwarze Uniform angezogen. Ich war hier viel besser. Und ausgerüstet habe ich mich auch mit ein paar anderen Gegenständen. Verteidigung und Abwehr ein bisschen erhöht. Und Angriffskraft natürlich auch ein bisschen. Mal schauen, wie wir jetzt die nächsten Kämpfe bestreiten. So, einmal warten, einmal wenden. So. Werden wir uns einmal nochmal hier uns hier absetzen. Jetzt aussteigen. Und dann gucken wir mal, ob jetzt hier Sandsee von Barrett. Nicht von Aris, sondern von Barrett. Gucken wir mal, wie viele Würmer es hier gibt. Wenn überhaupt. Das waren keine Würmer. Da liegt aber was. Sidurisstein. Und schon wieder kein Wurm. Ich weiß echt nicht, ob die das dann echt sein sollen da hinten. Das wäre echt krass. Ich muss das mal so sagen da. Ich versuche mal hier erstmal mit dem Chocobo kurz rumzureiten. Vielleicht finde ich ja hier irgendwo einen Eingang oder sowas. Wie bei der Insma-Küste so ungefähr. Keine Ahnung. Ganz schön schneller, die Würmer. Hm. Kann doch unmöglich diese fetten Viecher meinen. Außerdem sind die dann für Level 52 ein bisschen... Kann sein, dass es da wieder was gibt, was ein bisschen anders funktioniert. Also, dass die da trotz Level 99 doch recht einfach sind. Ich sag nur, der Pudding da, der war ja recht billig. Aber ich finde hier auch keinen irgendwo Eingang. Ja, so. Einfach nur pure Wüste. Und viele Würmer, die hier unterwegs sind. Ab, du warm. Ja, Uhr.
Onyx. Einmal rundherum um den Kontinent und nichts gefunden. Letzte Chance ist hier. Kann doch unmöglich diese fetten Viecher meinen. Ist doch gar nicht. Obwohl. Das Stabschiff, den mag ich ja eh nicht so. Kann natürlich sein, dass er so ein Arsch ist und das möchte. Haben wir jetzt hier schon? Weiß ich gar nicht. Hat es hier angefangen? Ich glaube, wir sind jetzt einmal rum, ne? Guck mal, meine TP, Alter, wie sie fallen. Ich hier noch länger rumrenne. Nö, ist nix. Das kann nicht sein. Kann auch unmöglich diese Riesenwürmer hier meinen. Siege 6 Sandwürmer für den Stabschef. Ich bin auf, er sollte zumindest 52 erreicht haben. Ich steig mal ab. Oh Mann, dumme Idee. Ich hab gerade gesehen, dass sie mich zwei Würmer verfolgt haben. Sind das Hä? Ach warte, ist das einfach nur Zufall? Oder in dem Sandsturm? Oder wie darf ich das jetzt verstehen? Oder war das jetzt noch ein Zwischenkampf vor dem Kampf? Natürlich. Oder? Wow. Ich bin mir unsicher. Naja. Natürlich. Und dann haben wir zwei. Es ist ein Landwurm und kein Sandwurm. Wir sind die Falschen. Natürlich, dann noch alle tot. Danke. Ich halte es im Kopf nicht aus. Das ist doch echt zum Mäusemelken. Also die sind es auf jeden Fall nicht, weil das sind nämlich Landwürmer und keine Sandwürmer, weil ich mich verlesen. Nee, Sandwürmer steht da. Zeigt euch! Nein, wieder keine. Unfassbar. Vielleicht ja hier noch auf dem erhöhten Plateau. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall schon mal an mir. Auch keine. Das kann nicht sein. Ne? Sollen die so selten sein? Das wäre ja echt doof. Nein. Also langsam werde ich da ein bisschen ungemütlich. Gibt's doch nicht. Nope. Wieder nicht. Tja. Echt komisch. Also ich sage jetzt einfach mal so, ich mache jetzt hier noch zwei Kämpfe. Und wenn da keiner darunter ist, dann lasse ich mich von diesen Würmern hier auffressen. Oder so. Nope. Oh, den letzten noch machen und dann ist mir das erstmal egal. Ich habe keine Ahnung, wo die sein sollen. Ich möchte jetzt auch nicht googeln. Oder sonst irgendwas machen. Ich würde sagen, ich rufe mal wieder mein Luftschiff. Da habe ich hier fast eine ganze Folge dran. Oh, verschwendet, hier irgendeinen Sandwurm zu suchen. Keine Ahnung, warum er nicht kommt. Vielleicht bis hier das Jahr. Entweder war ich zu ungeduldig. Wir müssen noch ein bisschen länger kämpfen. Oder da gibt es irgendeinen anderen Trick. Wenn ihr mir den verraten könnt, dann wäre ich nicht dankbar. Gehen wir jetzt erstmal hier. Da müssen wir hin. Da ist nämlich unser nächstes Ziel. Wollen wir rausprobieren?
Schon gut. Wollte ich noch ausprobieren. Bin ich denn jetzt hier schon wieder? So, landen. Wir landen einfach mal hier. Und dann rennt man mit Chocobo durch die Höhle durch. Gleich. Oh. Kaboom. So. Ja, da ist die Höhle. Da will ich dann auch gleich hin. Nehmen wir uns. Den billigsten. Sruse Höhle. In den Settlement Distrikt. Und dann hoffentlich auch gleich in den anderen Distrikt, der sich dann wahrscheinlich hier befindet. No. Ja, wieder eine Folge vertan. Sehr schön. Was soll's, das muss ja auch mal sein. So, ich würde sagen, den Feldeinsatz Entscheidungsschlag in Azur, den bestreiten wir dann in der nächsten Folge. Und somit gehen wir dann in den Endscreen. Ja, nicht viel passiert diese Folge, deswegen halte ich mich kurz. Wir waren eigentlich unnütz unterwegs in der Wüste und haben nach Würmern gesucht. Haben sie leider nicht gefunden, schade drum. In der nächsten Folge schauen wir uns dann den Feldeinsatz Entscheidungsschlag in Azur an und... Ja, ich hoffe, dir wird dann wieder ein bisschen spannender, die Folge. Ja, ich bedanke mich wieder, dass du dabei gewesen bist und wir sehen uns dann hoffentlich wieder in der nächsten Folge. Bis dann!